Lobby Plug ist ein Internetprojekt, das für jede Menge Wirbel und Schlagzeilen sorgt. Das befasst sich nämlich mit einem großen Gesetzgebungsverfahren innerhalb der Europäischen Union. Es geht da um einheitlichere und strengere Datenschutzrechtlinien. Und Lobby Plug hat nachgewiesen, dass Papiere von Lobbyisten 1:1 in den Anträgen von Abgeordneten gelandet ist. Die Ergebnisse einer neuen Recherche sind seit 6 Uhr, also seit 15 Minuten hier im Internet zu sehen. Ich kann es Ihnen mal zeigen, wie die Seite aussieht auf lobbyplug.eu. Übrigens bei der Negativliste steht ein deutscher Abgeordneter ganz weit vorne auf der Liste. Die Macher haben nämlich im Netz Geld gesammelt und weiter recherchiert. Es ist ein ambitioniertes Gesetzesvorhaben. Überall in der EU sollen die persönlichen Daten von Bürgern gleich gut geschützt werden. Im EU-Parlament wird hart gerungen. Mehr als 4000 Änderungsanträge haben Abgeordnete eingereicht. Und genau diese Anträge haben der Journalist Richard Gutjahr und die weiteren Macher des Projektes Lobby Plug analysiert. Wir haben eine Datenbank gebaut, mit der man jetzt schön ablesen kann, von zu Hause aus, welcher EU-Abgeordnete denn sich für mehr Datenschutz stark macht und wer den Datenschutz in Europa eher abschwächen möchte. Welche Anträge für strengeren Datenschutz sorgen, welche nicht, das bewertet Lobby Plug. Diese Ergebnisse müssen jedoch nicht das letzte Wort sein. Die eigentliche Bewertung soll ja jetzt erfolgen, und zwar mit Hilfe von jedem Wähler, Wählerin, Juristen meinetwegen, die sich das jetzt auch anschauen können und mit uns in Dialog treten. Axel Voss von der CDU sagt, er suche die Balance zwischen den Interessen von Bürgern und Unternehmen. Wir zeigen ihm seine Bewertung. Zahlenmäßig überwiegen laut Lobby Plug deutlich die Anträge, die den Datenschutz schwächen. Er ist der deutsche Abgeordnete mit dem schlechtesten Endergebnis. Zum einen ist das natürlich eine subjektive Analyse von Lobby Plug. Wenn es Ihnen Spaß macht, sollen Sie das machen. Die Stellung von Änderungsanträgen unterliegt auch durchaus taktischen Maßnahmen, wo man nicht immer das, was man wirklich möchte, eigentlich dort auch so hineingibt. Deshalb halte ich das Ganze eigentlich etwas für verfehlt. Die Macher von Lobby Plug wollen Interesse dafür wecken, wie in der EU Gesetze zustande kommen. Wenn das gelingt, dann wäre schon viel erreicht.